Diese junge Frau hat jahrelang körperliche, psychische, sexualisierte, soziale und finanzielle Gewalt von ihrem Partner erfahren. Ex-Partner. Das ist der Mann, der im vorigen Video zugegeben hat, dass er sie geschlagen hat, aber nicht umgebracht. Ihre Geschichte ist die Geschichte von Millionen von Frauen, die an narzisstischer, aber partnerschaftlicher Gewalt leiden. Es ist die Geschichte jeder dritten Frau auf dieser Welt. Wobei ich zwangsweise mir einige Videos von dem Typen ansehen musste, um mir ein Bild zu machen. Ich würde noch eins drauflegen, er ist nicht nur ein Narzisst, sondern ein gemeingefährlicher Psychopath, Soziopath, der keinerlei emotionale Empathie hat, dem es völlig egal ist, wie er nach außen wirkt. Denn nur ein Psychopath kann in die Öffentlichkeit gehen, die Audacity und das Selbstvertrauen haben, in die Öffentlichkeit zu gehen und sagen, ich habe sie geschlagen, aber sie soll froh sein, dass ich sie nicht umgebracht habe. Meiner Meinung nach gehört er eingesperrt und zwar lebenslänglich, genauso wie viele andere, die da draußen herumlaufen, ohne dass sie je Konsequenzen erfahren. Und das liegt unter anderem daran, dass wir in einem Rechtssystem leben, das von solchen Männern wie ihm erschaffen worden ist, für Männer wie ihn. Und an alle, die jetzt gleich in die Kommentare kommen und sagen, ja, aber wir kennen nicht beide Seiten und ja, aber es gehören immer zwei dazu, wo ich immer gleich das Kotzen anfange. Ich gebe euch jetzt mal ein paar Zahlen in der Hoffnung, dass sie wirken. Jede dritte Frau auf dieser Welt ist von partnerschaftlicher Gewalt betroffen. Jeder Mann, der seiner Partnerin diese Art und Form der Gewalt antut, ist gestört narzisstisch. Die unnatürlichste Todesursache Nummer 1 bei Frauen ist der Tod durch den eigenen Ex oder noch Ehemann oder Freund. Eine Frau hat 7-mal mehr die Wahrscheinlichkeit, durch die Hand ihres Ex-Partners oder Partners zu sterben, wie bei einem Autounfall. Und die größte Gefahr für Frauen in solchen Beziehungen, ums Leben zu kommen, ist, wenn sie die Trennung aussprechen. Damit endlich alles Maul halten und keine dummen Fragen stellen wie, warum hat sie sich denn nicht einfach getrennt? Und dass unser Rechtssystem Täter schützt, weil es von Tätern für Täter erschaffen worden ist, zeigt ganz klar, sie hat Beweise vorgelegt für die Gewalt, wie man hier auch auf ihrem Account sieht. Und trotz allem war er laut meiner aktuellen Information nur kurz in U-Haft und ist jetzt wieder auf freiem Fuß. Jede Frau, die ihre Geschichte hört, wird sich wahrscheinlich damit identifizieren können als Betroffene. Und jeder Mann, der ihn verteidigt, identifiziert sich mit den Taten von ihm und ist wahrscheinlich auch ein Täter.